Wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder im Frühling. So, von Marc wieder einen Eierpudding. Eierpudding kann man verkaufen, kann man verkaufen. Eierpudding haben wir anscheinend schon. Hier ist nichts drinnen und Eierpudding, hier ist auch nichts drin. Okay, wir hauen den da rein. Wenn wir schon geschenkt bekommen. Hoppla. Schau, wie schön. Okay, die Avocados. Achso. So, oder wie? Das ist blöd mit den Avocados. Dass die jetzt noch sind. Aber wir könnten umstellen. So. Die sind alle leer jetzt. Ah, warte. Okay. Achso, Inventar ist voll, warte. Können wir schnell verkaufen. Oh, wie schön, alles ist wieder grün. So, Kabeljau können wir auch rausgeben, obwohl, naja, 45, weg damit. Die hier können wir noch rausgeben. Und hier die 29 Stück auch. So. Ich muss nämlich noch hier unten mein Gebäude noch dran kriegen. Ja, das wird ja alles jetzt umgestellt wieder. So, dann haben wir hier ist eine Scheune und die kommt hier dran. Die Scheune würde dann im Endeffekt hier oben hinkommen. So. Sehr schön. Okay, da gehört noch was weg. So, das heißt, das würde hier oben hingehören. Das heißt, es gehört noch alles weg. Ah, ah. Ah, wie schön das ist. Und weg mit dir. Und hier, das machen wir auch alles noch. So. Das heißt, das wäre dann wieso geht das hier nicht? Warte, ich brauche. Eine Linie, dass ich. So, wo? Hier.
Das heißt, es wäre dann hier. Okay. Wenn das nicht sogar zu hoch oben ist. Natürlich ist das zu hoch oben. Das heißt, es gehört nochmal umgestellt. Ah, das ist schon böse. Das ist schon böse. So wie sieht hier aus, hier sind noch zwei. Okay. So. Warte mal, wir gehen mal. Habe ich... Ja, habe ich doch... Getrocknete amerikanische Auster. Das ist pazifische Auster. Da brauche ich eh eine größere. So, da wissen wir nicht Bescheid. Verkaufen wir beide, ist egal. Die Avocados können wir weggeben. Die können wir weggeben. Ich hau derweil hier die Sachen rein. Warte. Das ist fertig. Da können wir auf jeden Fall wieder einen reingeben. Hier können wir einen reingeben. Und hier haben wir auch wieder einen rein. So. Die Pilze kommen rein in den Kühlschrank. Die Pilze sind jetzt weg. Gut. So, das heißt, den kann man hier verkaufen. Da haben wir sowieso nichts drin. Haben wir nur die Joghurt-Dinger drinnen. Das war sowieso falsch. Okay. Hier haben wir die auch drinnen. So, hier kommt das und das noch mit rein. So, ich muss zuerst die Tiere machen, warte. Und dann wird es eh wieder zum Umbauen. Das ist die falsche hier. Sehr gut. So. Gut, gut. Dann dürft ihr mal raus. Achso, ich muss ja Dings mitnehmen. Das nehmen wir mit. Gehen wir dann nochmal rein. Wir müssen auffüllen. So. Was haben wir heute? Montag. Das passt perfekt. So. So, nehmen. Dann dürft ihr noch raus. So, und dann schauen wir jetzt nach unten. Beziehungsweise. So. Hier ist auf jeden Fall
sind unsere Indeln drinnen. Und wo sind dann? Aber erkenne ich das hier nicht? Ah doch, hier ist das klar. Nee, das heißt nur, dass es vergrößert worden ist, oder? So. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, brauchen die Enten auch wieder ein Heu drinnen. So. Gut, dann lassen wir euch auch raus. Was ist hier drinnen? Das nehmen wir mal mit. So, okay. Das gehört auf jeden Fall nochmal umgestellt. Achso, den Rest habe ich eh schon. Okay. Das Problem ist halt... Ich müsste mir das ungefähr ausrechnen. Weil ich würde hier gerne noch eine Weite... die Mühlen dran stellen. So, könnt man die Mühle... Warte mal, ich laufe mal zum Schrein hoch. So. Du kommst mit mir mit. Der Schleimkrieg 2. Jetzt kriegen wir wieder eher Fasern. So, schauen wir mal. Was brauche ich denn? Warte mal, wenn ich sage Gebäude bearbeiten... Hier möchte ich auf jeden Fall bewegen. Und wenn ich sage jetzt Farmgebäude bearbeiten, okay, Fasern, Stein und Hartholz. Okay, das holen wir jetzt schnell. Stein und Hartholz und 30 Faser, glaube ich, brauche ich. Aber die würden wir auf jeden Fall heute noch zusammenbekommen. Warte. Stein nehmen wir mit. Hartholz haben wir hier drinnen. So. Warte, warte, warte. Dann laufen wir da jetzt hinten schnell rum. So.
Scheiße. Jetzt müssen wir die Faser auf jeden Fall beisammen haben. Okay. Ich hoffe, ich brauche überall noch Stein und Hartholz zu bearbeiten. So, jawohl. Dankeschön. Dann. Der hier. Danke. Und aufwerten. Yes. Das heißt, morgen könnte man uns wahrscheinlich Tiere nach Hause holen. Sehr schön. So, warte mal. Ich habe doch da irgendwo... Hier. Bitte. So. Okay, einige Sachen kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Mühle habe ich hier. Dass wir die hier dazustellen, warte, kriege ich nicht raus. Warte, warte, warte. Hier noch. Die Eier da mal noch raus. So einen Stein und das legen wir jetzt oben noch ab. Hier. Zack. Und dann kriege ich da jetzt Hartholz auch rein. Okay. Nee, das nicht. Die hier. Gottesanbeterin. Die nicht, die nicht. Das nicht. Den hier kannst du auch noch haben. Okay. Dann einmal weg damit. Dann müssten wir die Mühle... dazu kriegen. Okay. So. Also die Sachen habe ich jetzt alle nicht mehr dabei. Okay. Ja, gut, dann machen wir halt morgen dann. Wenn die weg sind, können wir dann die Pflanzen rüber verfrachten. So, was haben wir hier? Okay. So, dann gehen wir schnell einkaufen. Tulpe. Ich hoffe, der... Ja, er hat noch geöffnet. Sehr schön. Was haben wir hier? Auftrag. Ist gar nichts da. Was ist denn das? Baumpflanzungsfest. Ah, das ist dann hier. Ui, sehr schön. So, da jetzt muss ich... Geschäft. Okay, die Sachen kriege ich gar nicht alle unter.
Bananen. Was? Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt schon welche zu Hause habe oder nicht. So, ich kaufe Gänseblümchen, kauft mal 8. 8. Oder sind's, weißt du was? Nee, ich kaufe überall 10. Aber ich glaube, das dürfte ich hier alles zu Hause haben. Mangold. Ich kann die hier noch verkaufen. Dann haben wir Radieschen. Oha, ich brauche ja voll viel. Und die Erdbeeren. So, und bei den Baumsetzlingen, da weiß ich noch nicht, wie viel ich wohin stelle. Also Inventar ist voll. So, auf nach Hause. Dann schauen wir mal, ob wir die Samen alle zu Hause gehabt hätten. Also, da oben steht das. Sojabohnen. Die haben wir, das haben wir, die gehören hier eh nicht rein. Kartoffeln haben wir, Mohnsamen, die gehören nicht rein. Die haben wir, Mangold haben wir, Erbsen haben wir keine. Die haben wir, Okraschoten haben wir nichts. Erben haben wir auch nicht. Okay, ich habe mir gedacht, da brauchen wir dann eh wieder im Endeffekt Dingsi. Machen wir hier unsere ganzen Pflanzen dann hin. Hier haben wir 34. Das sind die, die normalen Sprenkler. So, aber weißt du, was wir jetzt machen? Wir nutzen heute noch ein bisschen den Tag. Das kommt dann eh noch weg. Morgen ist eh erst Dienstag. Frühling. 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 So, ich pack jetzt die Truhe. Was waren in der Holztruhe drinnen? Egal, ich hau da jetzt erstmal alles rein. Die Sachen auf jeden Fall auch. Das, das, das und die zwei. Egal. Das muss ich morgen dann alles umräumen. Ich würde sagen, wir waren jetzt eh noch nicht drinnen. Wir gehen ein bisschen in die Höhle. Okay, die ist noch nicht frei. Ich weiß nicht, ob das hier dann... Kann ich nicht anklicken?
Die ist noch nicht. So, dann warte, gehen wir auf 20. So. Wie schalte ich die frei? Also ich habe ja sowieso kein Schwert bei. Muss ich Schwert holen gehen? Ach, schön. So, warte. Einmal nach Hause. Habe ich ihn das wieder drin? Ich habe so viel Truhen und kenne mich hinten und vorne nicht aus. Yes. Und dann muss ich vielleicht ins Dorf, muss ich mit denen quatschen. Ist eh egal, weil dann können wir ja gleich noch was verschenken eventuell. So. Wenn alle Riesen versammeln, unser Magie sein sehr mächtig. Stärker zusammen wir sind. So, probieren wir es nochmal. Jetzt bin ich bei den heißen Quellen. So, hier möchte ich aber hin. Noch immer nichts. So. Hier ist eh nichts, oder? Jetzt steht das Briefen nicht mehr dabei. Warum nicht? Kommt nichts. Ist auch immer zu. Geht nicht. Okay, warte mal. Kämpfen wir uns mal schnell ein bisschen durch. Schauen wir mal. So. Ja, was? Sehr schön. So, dann nehmen wir das. Sag, okay, haben wir sonst noch irgendwas? Also das Schwert sieht aber cool aus. Nicht schlecht. So, wir müssen schauen, dass wir die irgendwie aktivieren.
schauen wir mal. Vielleicht ist jetzt ja schon was da, ja? Nee, irgendwie bleibt die zu. Vielleicht noch in der Erdmine, dass wir reingehen. Ja, aber die Erdmine hat ja mit dem nichts zu tun. So, mitgenommen, mitgenommen. Ah, hier geht's. Ich meine, anklicken habe ich es trotzdem nicht können. Was so riesig gefangen war. Der Windriese. Ja, und wie komme ich jetzt in die Feuerhöhle? Weg, das Prüfen. Gute Frage. Nächste Frage. Nee. Passiert nichts. Naja, gut. Oh, vielleicht wird's jetzt freigeschaltet. Mark. Hey, Mark. Wie? Komm her. Ich verstehe nicht. Psst. Komm her, Süße. Ich tue dir nicht weh. Oh, der Hund. Sehr gut. Ist es gefährlich? Gefährlich? Ach was, du suchst nur nach einem guten Zuhause, nicht wahr? Nicht wahr? Schon. Und die Lecklis, hast du die denn immer bei dir? Klar. Für den Notfall wie diesen hier? Sie sind lecker. Versprochen. Probier ein paar. Gibt's jetzt schon Haustiere? Ich muss ins Gemeinschaftszentrum. Aber da steht ja erst dabei ab 1, oder? Also... Hafesündchen. Also sobald Vollversion verfügbar ist, oder? Du hast harte Zeiten erlebt, nicht wahr? Wie lange hast du in der Wildnis gelebt? Du hast Glück, ich habe genau das richtige Plätzchen für dich. Wir behalten dich im Tierheim, bis wir ein gutes Zuhause für dich finden. Wie klingt das für dich? Dachte ich mir doch, dass dir das gefällt. Komm schon. Du kannst heute Nacht bei mir bleiben. Oh, lieb. Ich mach dich mal sauber. Ein Streunen. Ist beides doofe Antworten oder Fragen. Dieses kleine Ding? Nein, sie ist ein ganz Süße. Das sehe ich an ihren Augen. Ihre Nachtackelt. Süß. Ich mag Hunde. Sie sind einfach so voller Leben und Glückseligkeit. Und du weißt schon, ich verbringe meine Tage in den Höhlen. Es ist eine Ehre, diese Stadt vor den Monstern zu verteidigen, die sie heimsuchen. Aber nach einer Weile, nun ja, es kann einen belasten, die Sache mit der Monsterjagd. Ich brauche einen Ausgleich in meinem Leben und die freiwillige Arbeit im Tierheim, den Streunern auf den richtigen Weg zu helfen. Das hilft mir wirklich dabei, auch meinen zu finden. So verliere ich nicht den Verstand. Das ist für beide Seiten ein Gewinn, nicht wahr, mein Mädchen? Oh, wie süß! Das habe ich mir gedacht. Man sieht sich, Ori. Okay, warte mal. Ich schaue jetzt nochmal rein, ob da jetzt eventuell was... Nee, hat nicht geholfen.
Ich möchte wissen. Warte. Wir gehen jetzt ins Gemeindezentrum und schauen uns das mal an. Oh, da war was. Ich hoffe, ich komme rein. Nee, das ist noch nichts. Ich bin froh, dass du meine Katzenklos putzen musst. Doch, muss ich. Ich habe welche zu Hause. Das riecht ziemlich gut. Ja, in 1.0 verfügbar sein. So hat sich hier ja gar nichts getan, oder? Das ist eh nur Stadtbewertung. Da ist jetzt unser... Sag bloß, ich kann jetzt alle lesen. Ein Buch lesen. Herz der Riesen. Noch offen. Das geht noch nicht. Schade. Das heißt, die Bücher müssen wir alle mal lesen, sobald es verfügbar ist. Wäre schon interessant, was da drin steht. So, wie spät haben wir es denn? 9. Okay. Schade, dass ich da nichts losgetriggert habe. Hat irgendwie nicht geklappt. So, dann könnte man ja in der Zwischenzeit hier noch einiges wegräumen. So, dass wir gleich Platz machen dann für morgen. Obwohl, die hätte ich ja stehen lassen können. Oder weißt du was? Wir schauen noch nach Fasern. Ich brauche eh Fasern. Weil ich brauche ja dann noch mehr solcher schönen Heckenzäune. Oder Zäune, besser gesagt. So. Nehmen wir ein paar Insekten noch mit. So. Da war nichts drin. So. Eine herausgerissene Seite haben wir gefunden. Aber gibt es da jetzt schon neue? Nö. Die kennen wir schon. So, dann hier noch. Oha, was? So, hier sind so viele. Der Geist ist auch wieder da. Sehr schön. Es sieht so cool aus. Nur verstehen tue ich ihn nicht, was mit ihm auf sich hat. So, hier ist nichts. Hier haben wir noch eine Marke, die nehmen wir mit. So, ich glaube, die Raupe haben wir eh schon gehabt. Warte, ich schaue sicherheitshalber. Ja. Sehr gut. Jetzt sitzt eventuell hier oben jetzt noch nicht weiter. Nee. Nee, ich kann das nicht anvisieren, gar nichts. Okay, so, da sind eventuell noch für uns Fasern drin.
Was ist das? Ist das ein Vogel, der verkehrt herum ist? Sieht komisch aus. So, eine Morchel. Ein Glühwurm. Verdammt. Weißt, was das bedeutet? Wir müssen nach Hause. Schaff die Uhr. Ich kann mein Dings aufstellen. Meine Ölmaschine. Oh, warte, warte, warte. Einmal hier, einmal da. Ölmaschine. Wo sind sie drinnen eigentlich? Die Ölpresse. Ölpresse. Hier. Es funktioniert. Wie cool. Wie cool. Okay, Morcheln haben wir hier schon drinnen. Das passt. Ja, 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 ja. Ich muss noch schnell Wade verkaufen. Die Morchel wissen wir eh noch nicht. Weg damit. Die können wir alle hergeben. Auch den hier können wir weggeben. So. Wasabi haben wir auch rein. Wissen wir nämlich nicht. Passt. Und dann gehen wir ins Bett. Und dann haben wir den ersten Frühlingstag überstanden. Und morgen geht es dann weiter im Frühling. Dankeschön und gute Nacht.